Abwehrfähigkeit in der Taskforce werden durch den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard 1A2 ergänzt. Er ist eine allwetterfähige Flugabwehrwaffe. Er hat eine Kampfentfernung von bis zu 5500 Metern und ist in der Lage, sehr schnell Zielwechsel durchzuführen. Der Gepard verfügt über eine digitale Feuerleitanlage und muss daher nur in Ausnahmesituationen sein eigenes am Turmheck drehendes Suchradar einschalten. Schauen Sie nach vorn. Ein feindlicher Hubschrauber bedroht die Taskforce. Der Gepard führt jetzt den Feuerkampf. Sie erleben nun die Stabilisierungsoperation in eine Operation verbundener Kräfte übergeht. Vor die Eingänge zum Westwald schießen seeländische Haubitzen gezieltes Artilleriefeuer in den Bereich der